Mensch-Roboter-Kollaboration ist die direkte Zusammenarbeit von Menschen und Robotern ohne trennende Schutzeinrichtungen. Das Besondere an der Mensch-Roboter-Kollaboration ist, dass die Vorteile des Menschen und die Vorteile des Roboters miteinander kombiniert werden. So ergeben sich für uns viele neue Produkte und Prozesse. Die Vorteile bei der Zusammenarbeit von Menschen und Robotern sind, dass der Mensch die feinfühligen und intuitiven Tätigkeiten durchführen kann und der Roboter die schweren und monotonen Arbeiten erledigen kann. Auf die Art und Weise können wir den Werker schonen, die Flexibilität steigern und die Investitionskosten senken. Mit dieser Maschine wird ein Dichtblech mit einem Dichtring montiert. Man könnte diesen Prozess auch vollautomatisch durchführen, allerdings wären dafür ein sehr komplexes Greifsystem und eine sehr komplexe Sensorik erforderlich. Durch die Mensch-Roboter-Kollaboration können diese eingespart werden. In dieser Station setzen wir die Sicherheit des Werkers durch drei unterschiedliche Konzepte um. Zum einen haben wir die Bodenscanner. Mit den Bodenscannern erreichen wir eine Grundabsicherung. Wir können aber auch die Beine des Werkers detektieren. Auf die Art und Weise wissen wir, wo der Werker ist und wir können die Robotergeschwindigkeit entsprechend anpassen. Das zweite System ist eine Kamera, die einen dreidimensionalen Raum erfasst. In diesem Raum werden die Arme des Werkers detektiert. Wir können so den Sicherheitsabstand zur Gefährdung stark reduzieren. Das dritte Sicherheitssystem sind Ultraschallsensoren, die wir direkt am Roboterarm installiert haben. Auf die Art und Weise generieren wir einen Schutzraum direkt um den Arm und das Werkzeug. Und wir können detektieren, wenn jemand in diesen Raum hineingreift. Bei ThyssenKrupp verfolgen wir zwei Strategien. Zum einen setzen wir Leichtbauroboter ein. Hier müssen wir besonders eine sichere Konstruktion des Werkzeuges durchführen. Wenn wir es mit größeren Lasten zu tun haben, nutzen wir konventionelle Industrierobotik. Dabei verfolgen wir den Ansatz der kontinuierlichen Überwachung von Geschwindigkeiten und Abständen. Durch dieses große Spektrum ist ThyssenKrupp der kompetente Partner für die vollständige und sichere Integration der Mensch-Roboter-Kollaboration.